Liebe Frau Lemke, herzlich willkommen zu unserem Videopodcast. Anlässlich der EREC, der digitalen Messe für die Recyclingbranche, die vom 3. bis zum 8. Mai dieses Jahr bereits zum zweiten Mal stattfinden wird, möchten wir gerne unter anderem unsere Premium-Aussteller der diesjährigen EREC vorstellen. Deshalb freut es uns sehr, dass wir Sie, Frau Lemke, als Vertreterin der Firma Doppstadt heute zu diesem Gespräch begrüßen dürfen. Doppstadt ist ein modernes Unternehmen mit Tradition. Gegründet wurde es bereits im Jahr 1965, damals noch als landwirtschaftlicher Betrieb. Heute ist die Firma in der Umwelttechnik führend und international anerkannt. Die Firma zeichnet sich aus durch kompetente, hochmotivierte Mitarbeiter, die Anlagen und Zerkleinerungstechnik für den mobilen und stationären Einsatz planen, realisieren und fertigen. Diese dienen der Aufbereitung verschiedenster Materialien, wie beispielsweise Altholz, Haus, Gewerbe und Industriemüll sowie Bioabfall. Das Unternehmen hat Kunden in mehr als 40 Ländern und leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und zum Erhalt der Ressourcen. Wie bereits 2020 wird Doppstadt auch auf der diesjährigen EREC als Premium-Aussteller vertreten sein. Wir freuen uns deshalb sehr, die erfolgreiche und wertvolle Zusammenarbeit fortsetzen zu dürfen. 1965 wurde das Unternehmen von Werner Doppstadt in Velbert gegründet. Heute ist die Firma ein weltweit führender, anerkannter Partner in der Umwelttechnik. Wo liegen die Stärken von Doppstadt und wodurch zeichnen sich die individuellen Lösungen aus? Ja, vielen Dank für diese Anmoderation. Wie Sie bereits in der Einleitung erwähnt haben, unser Unternehmen wurde 1965 gegründet und in den letzten 55 Jahren ist natürlich einiges passiert und wir sind gewachsen. Mittlerweile haben wir 700 Mitarbeiter deutschlandweit und weltweit über 7000 Kunden. Die größte Stärke sehe ich in der Anpassungsfähigkeit von der Firma Doppstadt. Wir bewegen uns nämlich in einer Branche mit ständig wechselnden Anforderungen. Beispielsweise gesetzliche Vorgaben oder auch erhöhte Anforderungen unserer Kunden. Hierbei ist es uns besonders wichtig, anwendungsbezogen und kundenorientiert zu handeln. Und eine weitere Stärke von uns ist, dass unsere Produkte deutsche Markenprodukte sind. Denn wir haben unseren Fertigungsstandort in Kalbe in Sachsen-Anhalt. Wichtig ist uns auch die Zuverlässigkeit unserer Maschinen und diese stellen wir durch hochqualifiziertes Personal und modernste Produktionstechnologien sicher. Unsere Leidenschaft für Technik kam uns dabei auch zugute. Ja, Frau Lemke, vielen Dank für diese informative Antwort. Und Doppstadt hat sich ja in den letzten Jahren den Ruf eines weltweit tätigen Lösungsanbieters im Bereich Recyclingtechnik erarbeitet. Welche Schritte bzw. Projekte sind für die Zukunft des Unternehmens denn geplant? Also uns ist es besonders wichtig, nicht schnell, sondern nachhaltig zu wachsen. Eines unserer Projekte im letzten Jahr war zum Beispiel die Einführung vom Programm SAP, um unsere internen Prozesse eben noch ineinandergreifender zu gestalten und die Kommunikation zwischen unseren Abteilungen noch mehr zu verbessern. Deswegen ist uns eine kontinuierliche Prozessoptimierung wichtig. Des Weiteren auf unsere maschinenbezogene Projekte. Wir haben zuletzt unsere Maschinen auf die Abgasnorm Euro-Mod 5 umgerüstet und sind jetzt in diesem Jahr dran, auch alle Maschinen als e-mobile Variante anbieten zu können. Ein ganz neues, heißes Projekt sind die mobil-modularen Lösungskonzepte. Dazu werde ich auch einen Vortrag bei der EREC halten.
Ja, das hört sich ja sehr spannend an, Frau Lemke. Und nun ein kleiner Themawechsel, und zwar laut der Novelle der Bioabfallverordnung des Bundesumweltministeriums dürften künftig Bioabfälle vor der Behandlung nicht mehr als 0,5% Störstoffe enthalten. In der Branche stoßen diese Vorgaben auf große Kritik. Welche Haltung nimmt Dobstadt dabei ein und was spielt die Dobstadt-Technologie dabei für eine Rolle? Also mit diesem Thema haben wir uns auch intensiv auseinandergesetzt und beschäftigt. Wir finden auch, dass die Vorgaben relativ hart sind und den Aufbereiter von Bioabfällen hart treffen. Der Gedanke dahinter ist aber ein guter, denn man möchte einen besseren Kompost generieren und Mikroplastik vermeiden, indem man eben vor der Behandlung der Bioabfälle die Störstoffe entfrachtet. Bereits im letzten Jahr haben wir ein Konzept zu dieser Störstoffentfrachtung von Bioabfällen entwickelt und können mit diesem Konzept eben für den Aufbereiter Rechtssicherheit und Wirtschaftlichkeit gewährleisten. Dies ist ebenfalls ein Beispiel dafür, dass Dobstadt sich auch schwierigen Aufgaben stellt, um intelligente, ökonomische und ökologische Lösungen anzubieten. Ja, sehr schön, Frau Lemke. Und nun kommen wir zu unserer digitalen Recyclingmesse, der EREC, die ja vom 3. bis zum 8. Mai dieses Jahr bereits zum zweiten Mal stattfindet. Und bereits letztes Jahr durften wir Sie auf unserer virtuellen Messe für die Recyclingbranche begrüßen. Und welche Erfahrungen konnten Sie sammeln und was erhoffen Sie sich von der erneuten Teilnahme an unserer EREC? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Also Messen sind und waren für die Firma Dobstadt immer ein wichtiger Bestandteil. Denn uns ist eben der direkte Austausch mit unseren Partnern, Interessenten und Kunden sehr wichtig. Wir waren natürlich erstmal ein bisschen skeptisch vor diesem Format einer Online-Messe, weil wir es uns eben nicht so richtig vorstellen konnten, aber haben dann durch die Teilnahme im letzten Jahr gemerkt, dass unsere Bedenken eigentlich gar keinen Grund haben und es eine super Alternative ist zu der herkömmlichen Messe. Und wir erhoffen uns, neue Interessenten zu begeistern, hoffentlich auch alte Gesichter wieder zu sehen und interessante Beiträge zu hören. Ja, Frau Lemke, die Messe wird sicherlich sehr interessant für alle Teilnehmer und Aussteller werden. Und auch in diesem Jahr wird sich Dobstadt am Rahmenprogramm der EREC beteiligen. Und was wird denn die Zuschauer dieses Jahr erwarten? Also wie bereits erwähnt, werden wir unsere mobilen modularen Anlagen und Aufbereitungskonzepte vorstellen. Bei diesem Projekt bin ich die Projektleiterin und freue mich natürlich sehr, das auf der Messe dieses Jahr zu erklären. Ja, worum wird es bei diesem Vortrag gehen? Ich werde erstmal erklären, was mobil modulare Lösungskonzepte beinhalten, welche Anwendungsbereiche es für diese Konzepte gibt und natürlich, ganz wichtig, welchen Nutzen und Vorteile bringen diese für den Aufbereiter. Ja, Frau Lemke, das hört sich wirklich sehr spannend an und da dürfen sich die Zuschauer jetzt schon darauf freuen. Frau Lemke, wir sind fast am Ende unseres Interviews angelangt. Ich möchte Ihnen noch die Möglichkeit geben, abschließend noch etwas zu erwähnen, wenn Sie denn möchten. Ja, zunächst mal bedanke ich mich bei Ihnen für dieses wirklich sehr schöne Interview und ja, an alle Teilnehmer der EREC Online-Messe. Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch mit Ihnen und hoffen, Sie bei unseren Online-Beiträgen begrüßen zu dürfen. Liebe Frau Lemke, ich möchte mich auch bei Ihnen ganz herzlich für dieses sehr interessante und abwechslungsreiche Interview bedanken. Und wir freuen uns auch gemeinsam auf die EREC, auf unsere Online-Messe in der Recyclingbranche vom 3. bis zum 8. Mai. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bei einem nächsten Podcast mit der Firma Dobstadt. Und bis dahin, Frau Lemke, alles Gute und auf Wiedersehen.